Aber mit Hunter-Begrüßung. Nee, das muss nicht sein. Da haben wir uns die Muni geschnappt und sind wieder rausgekommen. Finde ich gut. Das sah schon aus, als ob er dir die Hand gehalten hat. Er hat er nicht, hat er nicht. Nee, der wollte sagen, hi, ich bin hier, aber wie, du gehst jetzt weg. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Gibt's für den Fetisch nicht auch eine Bezeichnung? Könnte er noch klischeehaftere Lines abgeben? Weiß ich nicht, wenn er goldene Locken hätte vielleicht. Ihr macht mir keinen Spaß mehr, jetzt ist das Spiel aber vorbei. Oh, mein Tentakel-Ekel-Scheiß kriegt über meinen Arm, voll geil, ne? Und Andi sich ja wünschen würde, dass er recht hat, wenn das Spiel echt vorbei wäre. Boah, wenn jetzt der Finish-Screen käme, fände ich das schon dezent geil. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wo Billy jetzt rauskommt. Zufälle gibt's. Hier durch? Ja, wenn du da nicht herkommst. Ja, sehen wir jetzt. Hauptsache, sie kommt rein. Oh! Es geht ja das Gerücht um, dass das, was ihn da weggestoßen hat, das Krokodil aus Resident Evil 2 ist. Weil es ein bisschen größer aussah. Wäre ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin, weil das die Plots noch ein bisschen verbinden würde, weißt du? So, Zombies und so, ne? Ja, genau. So, gibt's hier noch was Feines? Kommt jetzt das Mini-Rätsel? Ich glaube schon. Was für ein Mini-Rätsel? Na, der Fahrstuhl wird nämlich aus sein. Dann nehmen wir nochmal die Knarren-Muni mit. Davon haben wir noch nicht genug. Hier ist nochmal zum Speichern. Joa, wie viel liegen denn hier? Müssten wieder 2 oder 3 sein. Ja, sind 3. Ja, dann speichern wir aber sowas von, Alter. Boah, ey, du knallst die Schreibmaschine richtig, ey. Ja. Flüsterst ihr noch ins Ohr, Mann. Oh, Schreibi. Oh, tak, 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 tak. Aber behalte den 13er Speicherstand frei erstmal. Nicht, dass da den nur nochmal brauchst. Weil du alles verkackt hast. Ich hoffe, dass ich nicht so oft speichern muss. So, die Röllchen werden wir jetzt einfach mal hier ablegen. So, tschüss. Was haben wir denn sonst noch irgendwas Feines? Irgendwas Cooles hier? Nö. Ja, du darfst jetzt Punkte verbinden. Woo! Punkt für Stromzufuhr angeben. Jeder bis zu 2 Punkte entfernte Ort kann mit Strom versorgt werden, okay? Punkte wechseln, ja bitte. Wir sehen den müden Andi beim Rätsel lösen. Der makes total sense. Okay, dann vermute ich jetzt einfach mal. Achso, du musst mit drei Punkten, genau. Dreimal klicken musst du alle Punkte erwischen. Aber man muss erstmal das System verstehen. Es könnte sogar klappen, wenn du jetzt den nimmst. Glaube ich. Nice. Nice, my man. Like a boss. Was habe ich gerade gemacht? Das sind so diese Trial and Error Rätsel, wo man einfach, irgendwann hat man es einfach. Dieses scheiß Mathe-Rätsel aus dem Zug, ey. Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Dö. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus für den Lichteffekt. Ich glaube, dafür haben sie das Stromrätsel einfach reingepackt. Und mehr als den Aufzug betätigen können wir ja so oder so nicht, ne? Nee. Ich stelle mir gerade vor, wie Billy gerade mal trinken ist und sie so, wie Punkte verbinden. Ja, hauptsache nicht bei Resi 3, ne? Irgendwelche Linien boah verbinden. Boah, diese Abwasserkanäle, die Scheiße da, ey. Hier ist ein Rätsel, was wir immer ändern und was keiner mag. Und wieso habe ich gerade wieder A gedrückt? Ja, hier fahren wir halt wieder hoch. Währenddessen bei Billy. Oh, zurück zu Rebecca. Hey, ich bin oben, noch mal runter. Gut, dass Billys Leben nicht in Andys Verantwortung hängt. Ich mag Aufzüge. So, jetzt aber. So, langsam umdrehen. Oh. Ganz ruhig. Ja, ich höre schon. Hey, hier sind jede Menge. Kannst du mal deine Pistole leer schießen? Da lang, Rebecca. Nicht da. Genau der. Wow, du bist aber schnell umgefallen. Der lebt noch. Ja, ich weiß. Mach mal. Du kannst dein Ziel auch mit L wechseln. Du musst nicht langsam die Knarre rumdrehen. Genau. Das sage ich ihm schon, seit das LP angefangen hat.
Niemals hört er mir zu. Ja, jetzt habe ich das verstanden, so nach wie 21 Parts. Boah, Degen. Reicht mal. Lass mich mal kurz casually nachladen, während die überall Zombies rumlaufen. Immer noch kein Headshot, Mann, das läuft ja gar nicht. Ja, tut mir leid, ey. Das ist schon echt schon lame. Stehst du nochmal auf oder so? Danke. Boah, die haben echt eine Menge Hitpoints hier, Alter. Ich will. Voll die HP, Mann. Das ist ja richtig eklig, Alter. Ich bin ja gleich Level up. So. Du erkennst, dass du ein Nerd bist, wenn du weißt, wie viel HP die Zombies haben. Ist so. So. Ne, lieber kill ich die mit der Knarre gerade, weil wir haben ja noch 30 Milliarden. Oh, ich könnte. Also da ist schon mal eine Flasche und oben ist das Benzin. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich mache. Aufzug fahren! Woo! Währenddessen bei Billy. Ich mach Molotov Cocktails. Währenddessen macht das Krokodil schon mal zu Lagerfeuer an und rüstet ihn. Ich muss groß und stark sein, um dann Leon und Claire entgegenzutreten. Ist so. Und dann den Kopf weggeballert zu kriegen sofort. Das ist eine Challenge, Mann. Sogar hart. Ich bin ja mal gespannt. Wenn das Resi Remastered wirklich so wird, wie wir es wollen, ob die auch einen richtigen Schwierigkeitsgrad mehr nicht reinpacken. Ich will keine Karte aufrufen, Alter. Hm, wo geht dieser Aufzug wohl hin? Richtigen Schwierigkeitsgrad? Du meinst den, der dir schon auf der Ur-Resident Evil 2 ordentlich Probleme gemacht hat? Ja, der Schwierigkeitsgrad. Ja, den reinzupatchen wäre doch geil. Also nicht reinzupatchen, aber reinzumachen dann direkt. Der sollte schon drin sein. Ich denke mal, da gibt es keine regionalen Unterschiede mehr wie damals. Das total behämmert ist. Mal so nebenbei. Ich muss mal ganz kurz die Knarre abwerfen. Ich mache das sehr ungern, aber ich habe ansonsten keinen Platz mehr hier. Hast du eigentlich die grüne Chemikalie im Mischset? Ich glaube. Aufzüge? Kannst mal gucken. Guck mal da, privat. Untersuchen. Hatten wir die nicht reingepackt? Ja, hatten. Warum ist sie nicht mehr drin? Ich kann dich aber beruhigen, man muss nicht ins Labor zurück. Es gibt wohl auch hier diese Mischsets. Die steht in irgendeinem bekackten Raum rum. Egal. Ich hatte mich da mal belesen. Dachte, da muss man dran denken drüben, aber muss man nicht. Also für die ganzen Vollidioten wie mich, ne? Boah, es sind sogar sechs. Ja, sechs Kanister. Es sind sechs Kanister, Alter, geil! Also ich würde mich jetzt aber nicht freiwillig den Markus Leeches weiter entgegenstellen. Warum legst du es ab, um es wieder aufzunehmen? Weil ich es, ich wollte die Knarre wieder aufnehmen und das hier eigentlich ablegen. Aufzüge, Mann. Also ich verbiete dir jetzt, Markus Leech zu töten. Du hebst dir die Molotov-Cocktails bitte für den End-End-Boss für den ultimativen Notfall auf. Weil der ist auch anfällig gegen Feuer. Ja, geht klar. Nee, ich hatte jetzt auch keinen Bock, die Leeches umzubringen. Ich versuche gerade, so wenig HP wie möglich zu verlieren. Einfach da, weil, jetzt darf ich wieder sterben. Was werfe ich denn dafür weg? Die Knarrenmoni? Ja, die brauche ich jetzt sowieso gerade erstmal nicht. Geh mal da weg. Und die Pistole muss ich weglegen. Ich brauche halt zwei Slots zum Kombinieren. Ja, ihr seht gerade Inventarmanagement. Oder Let's Play Resident Evil Zero quasi. Ja, möchte ich mitnehmen. Ich glaube, du kannst, wenn du verwenden gehst, auch direkt kombinieren. Nee, das nicht riskieren. Nee, das möchte ich. Nein! Ich will die Knarre verwenden, bitte. Danke. Auf mich selber. Pulver ist jetzt die Knarre zu, Mann. Also die Knarre ist voll mit, wie gesagt, wenn ich noch Pistolenmunition brauchen sollte, kann ich einfach zurückgehen. So, geh mal her, die Knarre jetzt hier. Und wie gesagt, nochmal ein großes Sorry, dass es jetzt so ewig lang gedauert hat, aber diesmal ziehen wir Zero durch. Ich hätte die Knarre ausrüsten sollen. Es könnte sein, dass du jetzt eh rennen musst, weil Markus Leech vor dir rumsteht. Das hörst du ja an der Musik. Nö, das klang gerade relativ chillig, wenn ich ehrlich bin. Der kann auch erst in der nächsten Kamerasequenz zu sehen sein. Was auch immer passiert, renne. Jo, da kommt er vorbei, gedabbelt. Mahlzeit. Tschüss. Zeitrutsch. Yo, Bitch, what's up? Diese Tür hat keinen Griff. Ja, okay. Bis dann. Tschüss. Run like a bitch. Wie er vorbeikommt, so, yo, was geht? Ja, aber so, die Gegner rutschen im Spiel immer so cool in die Gänge rein. Ja, so Goofy-Style, ey. Ja! Ja, gut. Hi. Pass auf, es könnte auch noch ein anderer Zombie von links kommen. Nee, hier kommt keiner mehr. Durchdenken. Guck mal, da liegen noch mehr Flaschen. Ich bin noch. Könntest jetzt theoretisch das Zeug wiederholen und noch mehr Molotov-Cocktails machen? Könnte ich, wenn ich davon nicht am Leechmann vorbei müsste. Das ist ein Argument. Nee, das lässt du erstmal sein. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, so nötig habe ich es dann auch nicht.
Du hast die Karte des letzten Ortes aufgenommen. Ja, ist schon dezent geil. Du. Oh mein Gott, eine Spiegelung, was geht? Ist hier noch irgendwas Schönes, was ich mitnehme? Oh, guck mal, eine große grüne Pflanze. Das schaffen moderne Spiele manchmal nicht. Das finde ich immer wieder abartig, wenn du Spiele hast mit der fettesten Grafik, Ultra, sonst was, stellst du vor einen Spiegel und die Spielfigur wirft keinen Spiegel. Ja, schon. Finde ich immer wieder lustig. Da, also Applaus, ReZero. So ein einzelner Applaus ist irgendwie immer armselig. Naja, du willst ja nicht, du hast es. Ich hab die Hände voll. Du schwitzt wahrscheinlich schon aus allen Poren. Ja, also mein Controller ist schon feucht. Ist das Resi 1? Nee, aber geh mal nicht so nah ins Wasser, oder doch? Liegt da was beim Wasser? Du brauchst auf jeden Fall was, um den Bagger wieder in Gang zu setzen, ja. Der kein Bagger ist, sondern eine Gabelstapler. Was weiß ich, auf jeden Fall gehen wir erstmal jetzt hier durch. Aber da kann auch was aus dem Wasser springen, da war ich gerade unschlüssig, ob ich dich da zum Wasser schicke. Ja, ich gehe einfach mal durch die Tür durch, das wird auf jeden Fall keine nicht die schlechteste Idee sein heute. Da wirst du schon nicht geraped von was anderem. Shotgun-Munition. Wenn ich doch nur Billy hätte, der sie gleich aufsammeln kann. Geh mal einen Raum weiter, ich glaube, da findest du ihn. Ja, ja, du findest jetzt Billy. Es ist nicht alles Gült, was glänzt. Ja, hier. Das ist das abgefuckteste Rätsel des Spiels. Ja, hier ist. Ja, gehen wir mal hier hoch. Und schwupsa. So. Nee, alleine kannst du hier nicht viel machen. Ja, dann müssen wir jetzt zurück, oder nicht? Billy holen. Was ist das denn für ein Grafikbug gerade? Okay, gehen wir mal zurück. Grafikbug? Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber die Gitter gehen durch ihren Arsch, die eigentlich im Hintergrund sind. Guck mal, hier unten. Ihr seht das gerade bestimmt. Guck mal, da macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich sehe es. Das ist ein geiler Grafikbug auf jeden Fall. Das ist jetzt der erste richtig schlimme Bug des Emulators. Also bisher ist die ROM nicht schlecht. Jo, kann ich auch nicht motzen. So. Und ich merke, wir dürfen über die ROM reden, weil wir das Originalspiele liegen haben. Genau, Mann, die sind voll legale Fuzzis. Nein, ich spiele das einfach nur auf meinem PC mit meiner originalen Mini-CD im Laufwerk. So, hier, die Treppe sieht auch sehr einladend aus mit den ganzen Kack-Leeches hier. Also die Schuhe müssen erstmal gewechselt werden danach. Kann ich hier runter? Nee, da geht gar nichts runter. Kann ich hier runter? Nee, da geht auch nichts. Was mache ich denn hier? Warum sagst du denn nichts? Was machst du überhaupt, ey? Warum liegt überhaupt Stroh rum? Warum bist du jetzt schon wieder dich ausgeklinkt, ey? Jeder hört, dass du dich ausgeklinkt hast, Alter. Vielleicht, weil eine Katze hinkommt? Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Lass uns nicht weiter drüber reden. Ich dachte so, oh mein Gott, dieses Geländer! Achso, hast du ja nicht gesehen, ne? He messed around with the motherfucker! Liegt hier eigentlich irgendwas noch rum, ne? Mit dem Muttervirus. Cutscene-Ende. Ja, so, wo geht's denn hier weiter? Das war die vollkommen falsche Karte. Hier. Das war die Karte, die ich wollte. Na, da kommen wir sowieso nicht durch, wenn die Tür rot ist. Ja, kannst ja probieren, ob du sie aufschließt. Da brauchen wir einen Sicherheitscode hier, oder nicht? Du darfst jetzt das Super-Rätsel machen. Billy, komm mal mit. It's Billy! Nee, das Rätsel, was jetzt kommt, ist abgefuckt. Das ist so richtig. Erstmal ist es wieder kopiert aus Resident Evil 2 und sie haben es noch schlimmer gemacht. Kisten schieben, sage ich nur. Yay. Billy, hör auf, Rebecca auf den Arsch zu gucken. Wie dieser Raum hier einfach nur für die pure Dramatik ist. Mhm. Keine Items, nix. Keine Items, Gegner, die nicht Gegner sind. Hashtag danke, Capcom. So. Ja, wie hat Billy es eigentlich aufs Geländer geschafft und war dann ohnmächtig? Ich dachte auch so Zufälle gibt's, jetzt lebt er doch. Ne, er war ja vom Wasser weggetreten, aber wie hat er sich denn hochziehen können? Ich glaube, das Krokodil hat gesagt, bah, du schmeckst nicht, Alter. Du hast so viel Gel in den Haaren. So, lass mich ran, einer muss hier oben stehen, ne? Yep. Oh, die Kisten haben sie vorher nicht grafisch angezeigt, oder? Doch. Okay. Gerät benutzen, voll leer nach links, nach rechts.
Ah, damit kann ich. Ich ahne es, Du musst die, guck mal da an der Wand, da hinten, wo die einzelne Kiste steht, da müssen die anderen beiden Holzkisten hin. Das heißt, am besten mal eine Rotation nach links. Wenn das Sinn machen würde, aber die Kiste steht da im Weg, ne? Von daher wird das, denke ich mal, blockieren. Slowly. Oh mein Gott, Alter. So, erstmal. Let's split up. Roger. Und dann so. Der Mann lässt die Frau die schwere Arbeit machen. Ist Billy schneller im Schieben? Oder ist Billy stärker? Nimm mal lieber Billy, ich weiß nicht, wie das mit der Metallkiste da unten ist. Ja, besser ist das mal. Geh mal da. Die sind nämlich auf jeden Fall schwerer als die anderen. Ja, du brauchst Billy dafür, sonst hätte Rebecca das ja schon alleine machen können. Zwar auf umständliche Art und Weise, aber sie hätte es machen können. Ja. Hätte es immer hoch und runter gemusst. Diese Kiste ist mir viel zu schwer. So, warte, du musst wenn du einen Fehler machst, darfst du den Raum wieder verlassen. Du musst. Ja, du machst das schon. Du musst, keine Ahnung. Also ich würde jetzt über die Kiste rübersteigen und die Metallkiste nach rechts. Nee, das dreht sich doch gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, es würde Sinn machen, die Metallkiste erstmal nach links zu schieben. Dann kriege ich aber die beiden Holzkisten nicht mehr davon weg. Du kannst sie ja auch in die andere Richtung drehen. Gegen das und recht. Mit Uhrzeiger. Das heißt, ich sollte sie am besten nach hier schieben, wo Billy steht, weil dann habe ich drei Reihen. Genau, und wenn du dann das Gitter drehst, kannst du das Metallkiste sogar hinten an die Wand schieben, wo sie nicht stört. Nice. Oh. Da kletterst du jetzt einfach auf die Kiste und lässt Rebecca mal drehen. Zack. Ist im Grunde das Ada-Sherry-Rätsel, nur nochmal mit einer Bitch-Drehtür. Ja, das stimmt. Ist ja wirklich so. Was war das nach rechts drehen? Aber immerhin rutscht Billy nicht von der Kiste ab, wenn er drauf klettert. Boah, ja, das wird ja auch mega der Abfuck sein, ey. Yay. So, ich würde ganz gerne die Holz... Nee, ich muss die ja sowieso da... Doch, du schiebst die eine Holzkiste jetzt nach hinten durch. Nee, das bringt doch nichts. Oder... Du kannst ja erstmal... Doch. Weil dann kannst du ja die Metallkiste ganz auch nach hinten durchschieben. Und dann kannst du die Kiste, die jetzt in der Mitte am Gitter steht, nach allen Seiten schieben, oder? Nee, ich habe eine andere Idee. Kann ich die... Warte mal, ich zeig's dir mal. Kann ich... Ich schieb einfach die eine Kiste durch, ey. Nee, warte. Und dann machst du die andere irgendwie anders. Warte, kann ich die hier nicht quasi einmal durchschieben? Geht das? Was ich gerade auch sehe. Guck mal, siehst du... Warte, ich habe eine Idee. Ja, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Und guck mal, du siehst auch da hinten, wo dieses... Schieb ruhig weiter. Ich überlege gerade was. Wo dieses braune Gitter ist, da kannst du auch die Metallkiste parken. Da ist nämlich so eine Einbuchtung. Jetzt schieb doch mal weiter, ey. Du kannst nicht anders vorgehen. Alles andere wäre viel zu kompliziert, um erstmal eine Kiste überhaupt an die Wand zu bringen. So, solche Ärsche sind sie auch nicht. Nee, ja, warte, so. Das hört doch nicht auf. Nee, aber jetzt können wir ja einmal zurückrotieren und ich kann ihn nach rechts und dann da unten reinschieben und die andere Kiste... Oder ich mach's einfach beides jetzt zusammen. Nee, im Moment kannst du noch gar nicht rotieren. Warte, ich hab ne Idee. Wahnsinn. Wir brauchen die Metallkiste quasi gar nicht benutzen. Jetzt mehr. Ich gerade schon die ganze Zeit sagen, dass er die an die Wand schieben soll. Halt die Klappe, das war meine Idee. So.